Ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder was ihr darüber denkt, aber uns ist es gerade in den letzten Jahren umso wichtiger geworden, auch weil man manchmal das Gefühl hat, dass die Zeit ohne Ende einfach so super schnell vergeht, kleine Morgenroutinen zuzulassen. Also Rituale, die euch gut tun, ja, mit denen ihr positiv in den Tag startet. Und bei uns ist es mal eine Meditation oder eine Tasse Tee oder Kaffee, die wir einfach ganz bewusst wahrnehmen. Oder, was auch nicht immer ganz so einfach ist, mal nichts tun. Einfach nichts tun und den Moment wirklich ganz bewusst auf sich wirken zu lassen. Gerade morgens, wenn es noch nicht so trublich ist und so laut wie am Tag selbst, dann entsteht wirklich Magie pur und das mal wirklich, diesen Moment einzuatmen, ist unglaublich schön. Wenn ihr jetzt auch so kleine Rituale habt, die euch gut tun oder mit denen ihr positiv in den Tag startet, mit einem guten Gefühl, dann teilt sie super gerne mit uns. Wir sind ja so ein bisschen neugierig und nun ganz viel Spaß mit dem heutigen Video, denn heute wird es ganz schön aufregend. Lorena und ich haben uns nämlich einen lang ersehnten Wunsch erfüllt, auf den wir wirklich lange hingearbeitet haben und nun soll er endlich wahr werden, mit dem wir in Zukunft unseren Drang nach mehr Freiheit, nach mehr Abenteuern, das ist ja das, was uns schon seit Jahren hier auch auf dem Kanal begleitet, mehr ausleben wollen. Und wir sind wirklich sehr, sehr aufgeregt, so richtig greifbar ist es noch nicht, aber wir freuen uns riesig drauf. Vorher möchten wir uns nochmal ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken für die positiven und tollen Rückmeldungen, vor allem auf Instagram. Auf ein Thema, das seit vielen Jahren kein wirklich leichtes ist, nämlich Schule. Es ist vor allem dann kein leichtes Thema, wenn wir selber Mama und Papa sind und ja, eigene Kinder haben, die vielleicht 4 oder 5 Jahre sind, wo man dann so ein bisschen auch vor der Entscheidung steht, was tun. Natürlich das Beste, keine Frage, aber was ist denn das Beste für unsere Kinder? Wir wollten mit unserem Reel auf jeden Fall bei niemandem anecken. Das findet ihr übrigens auch nochmal in der einen Ecke hier verlinkt. Denn uns ist bewusst, dass es durchaus Lehrer gibt, die sehr engagiert, sehr motiviert sind, den Kindern was fürs Leben mitzugeben und sich zu 100% wirklich reinhängen. Die Erfahrung habe ich zum Beispiel auch machen dürfen in meiner Schulzeit. Die liegt allerdings schon ein paar Jährchen zurück. Wo wir allerdings echt Bauchschmerzen für uns sehen, das ist jetzt unsere persönliche Meinung und das sieht sicherlich jeder anders, denn jeder macht eigene Erfahrungen und hat auch mal Glück, auch mal Pech, wenn es um die Kita-Auswahl geht oder die Schule, sind die starken Defizite in der Politik, auch die falsche Politik sicherlich auch, die fehlenden Gelder und Ausstattungen für die Schulen, für die Lehrer, aber auch der Fakt, dass man permanent versucht, unsere Kinder, vor allem in der Schule dann, in eine Norm zu pressen, in die aber nicht jedes Kind passt. Denn jedes Kind ist individuell, ist bunt und wundervoll und das wissen wir Eltern natürlich am allerbesten, dass es einfach nicht möglich ist, jedes Kind so zu erziehen, dass jedes Kind auch am Ende das Gleiche kann oder können muss. Unsere Kinder sind ganz unterschiedlich und verschieden und das sollten wir alle respektieren. Das ist übrigens auch ein sehr, sehr wichtiges Thema oder wichtiger Punkt, der auch über die Schulzeit hinausgeht. Ja? Wir Erwachsenen sind ja auch keine Menschen, die in Norm gepresst werden wollen. Wir sind ja auch total individuell und freiheitsliebend und selbstbestimmt, so sollte es zumindest sein. Naja, und je näher die Schulzeit rückt, desto mehr Kopfschmerzen bereitet uns dieses Thema aktuell. Wir sprechen diesen Punkt euch gegenüber auch deshalb an, weil wir gelernt haben, gerade in den letzten Jahren, dass es niemals der richtige Weg sein kann, der auch nicht glücklich macht, Ja und Amen zu sagen zu allem, was sich für dich vielleicht oder für euch als Familie, wenn ihr eigene Kinder habt, überhaupt nicht gut oder richtig anfühlt. Dürfen wir unseren Kindern nicht wieder mehr Vertrauen schenken und unseren Urinstinkten vertrauen, sie selbst sein zu lassen, sie selbst lernen zu lassen, durch Begeisterung, durch Neugier, anstatt sie in ein System zu pressen, das nur deshalb von uns Eltern ausgesucht wird, weil es das eben schon sehr lange so gegeben hat, weil es eben alle so machen. Wir haben zum Beispiel an unseren eigenen Kindern festgestellt und auch schon ganz, ganz häufig gesehen, dass sie dann etwas aus eigenem Interesse machen wollen, wenn kein Druck besteht und wenn sie ganz viel Zeit und auch Raum haben. Also wenn man ihnen wirklich den Raum gibt, einfach sein zu können. Und dann entsteht eine unglaubliche Begeisterung. Ihr habt diesen Moment sicherlich auch schon mal bei euren Kindern gesehen, wo sie einfach sich komplett entfalten können und einfach laufen lassen können. Und über diesen Weg fangen sie dann an zu lernen. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Und es ist ein unglaublich schöner Moment, wo auch dieses Müssen, diese Mühe und der Mut Stück für Stück abnimmt. Wir wissen, dass es ein paar wenige gute Schulen gibt mit guten Lehrern, die echt einen Top-Job machen. Wir sind aber auch realistisch genug und schauen perspektivisch in die Zukunft und sehen, dass ja, vor allem in den letzten Jahren und Jahrzehnten das deutsche Schulsystem heruntergewirtschaftet wurde. Es fehlt Geld, es fehlt Qualifikation und auch der Wille, den Menschen als Individuum zu sehen und nicht als Nummer, als Zahl. Deshalb ist das System aus unserer Sicht auch nicht fair, es ist nicht individuell, nicht werteorientiert und es wird häufig, ganz, ganz häufig, das sprechen wir vielleicht auch aus Erfahrung, nicht das mitgegeben, was man fürs Leben braucht. Man kann immer so sagen, 70-80% der Dinge, die in der Schule vermittelt werden, brauchen wir fürs Leben nicht. Der eine braucht es mehr, der andere weniger, aber es ist ein Großteil, den wir nicht verwerten können. Dabei brauchen wir viele andere Werte, die uns vermittelt werden müssen fürs Leben, damit wir irgendwie klarkommen, wenn wir dann ins Berufsleben starten, oder? Nun aber mal zu euch. Wie geht es euch denn eigentlich so mit dem Thema, wenn ihr an eure Kids denkt, an Kita oder Schule? Habt ihr bisher gute, positive Erfahrungen sammeln können oder musstet ihr vielleicht auch mal die ein oder andere härtere Entscheidung treffen, um
einen ja, für eure Kinder besseren Weg einzuschlagen. Lasst uns mal wirklich offen und ehrlich darüber sprechen, wie es euch bisher so ergangen ist, was ihr an Erfahrung gemacht habt. Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend für viele Eltern, die jetzt gerade zuschauen. Und ja, das wäre doch mal ganz schön, wenn ihr diese Erfahrungen auch mit uns teilt. An der Stelle gibt es mal eine kleine Empfehlung von uns, weil es einfach wunderbar zum Thema passt. Hört oder schaut mal in den Podcast, den ihr oben findet, mal rein. Den findet ihr auch nochmal verlinkt in der Videobeschreibung. Noreen und ich haben uns vor einigen Abenden mal wirklich eine bewusste Stunde Zeit genommen und da reingehört. Und der hat uns wirklich krass die Augen geöffnet, zu ganz vielen neuen Gedanken angeregt. Wir würden ihn euch nicht empfehlen, wären wir nicht mit so vielen wertvollen und spannenden Erkenntnissen rausgegangen aus dem Podcast. Wenn euch das Thema also sowieso gerade interessiert und so ein bisschen triggert, ne, Schulsystem, was soll mit meinen Kindern passieren und so weiter und so fort, hört gerne rein und lasst uns unbedingt wissen, wie ihr den so gefunden habt. Da fällt mir gerade ein, als wir in Schweden waren, erreichte uns ein Päckchen. Und darauf haben wir schon länger gewartet, nämlich das hier. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Endlich, unsere neuen Filter sind da. Wir filtern nämlich unser Leitungswasser seit gut einem Jahr über unsere Osmoseanlage OsmoFresh. Die meisten sagen jetzt bestimmt an der Stelle, ja, aber Leitungswasser ist doch das am besten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland. Das kann gut sein, aber wenn irgendjemand irgendwelche Grenzwerte für uns Menschen definiert, an denen wir uns orientieren sollen, so ein bisschen wie die Norm in der Schule hatten wir auch gerade, gibt da sicherlich ein paar Parallelen auch. Ja, dann kann es ja dennoch sein, dass was im Leitungswasser landet, was nicht reingehört. Denn Grenzwerte sind ja nicht immer bei Null festgesetzt. Wie auch immer, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an und ich kann euch jetzt schon sagen, ihr werdet Augen machen. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie das mit dem Filterwechsel bei uns immer so läuft. So, das ist jetzt unsere OsmoFresh. Wir nehmen erstmal ein bisschen hier was raus. Das ist das sogenannte Membran. Und dann haben wir hier einen Vorfilter und hinten einen Nachfilter. Die nehmen wir jetzt raus und schauen mal, wie diese Filter nach einem halben Jahr Wasserfilterung ausschauen. Ich bin sehr gespannt. So viel zum Thema Grenzwerte. Wir haben jetzt immer jeweils links auf der Seite den verbrauchten Filter und rechts davon den neuen. Das ist jetzt hier der Vorfilter und das ist hier der Nachfilter. Und wir sehen vor allem beim Vorfilter, ja, ich bin selbst ein bisschen sprachlos. Und wisst ihr, nach dem, was ich jetzt hier so sehe und was ihr auch seht, ja, bestätigt es uns wieder mal, dass es immer wieder gut ist, wenn man nicht auf irgendwelche Grenzwerte setzt oder darauf vertraut, sondern auch hier seinen eigenen Weg geht. Ob es jetzt um Leitungswasser geht oder ja, um andere Dinge im Leben, wir können es nur immer wieder empfehlen. Einfach nur krass. Wenn ihr euch jetzt auch unsicher seid, ob euer Leitungswasser wirklich rein ist, schaut mal in die Videobeschreibung, dort verlinken wir euch unsere Osmoseanlage. Es gibt aber auch viele weitere Modelle. Das ist immer so ein bisschen abhängig von euren persönlichen Bedürfnissen und wie viel Wasser ihr insgesamt im Jahr filtern wollt, also wie viele Personen ihr zu Hause seid. Es gibt aber auch weitere Infos dort und jetzt filtert ihr übrigens auch einen coolen Rabattcode, mit dem ihr das Thema Wasserfilterung für euch ein bisschen günstiger gestalten wollt. Falls ihr euch sowieso damit beschäftigt oder beschäftigen solltet, weil ihr das vielleicht aus eigenem Interesse auch tun wollt, wenn ihr Fragen habt, leitet die gerne an uns weiter. Wir helfen, wo es geht. Und ich finde es immer ganz schön und auch nachhaltig, wenn man Leitungswasser nicht einfach nur trinkt, sondern das auch mit gutem Gewissen tun kann. Prost! So, genug gebabbelt. Ihr wisst, wichtige Themen müssen auf den Tisch. Heutiges Learning. Jetzt müssen wir aber auch los und ich habe absolut keine Ahnung, wie Noreen reagieren wird. Ich bin selber auch ein bisschen aufgeregt, aber lasst uns einfach mal schauen, was passiert. Wir haben uns vor kurzem die Frage gestellt, wann bzw. in welchem Moment wir uns so richtig frei gefühlt haben. Leicht und lebendig. Und das Gefühl von Freiheit, das wirklich auszuleben, ja, das begleitet uns ja schon einige Jahre. Ihr kennt uns mittlerweile auch schon so ein bisschen und wir tun echt einiges, um dieses Gefühl im Alltag möglichst häufig ja auch erlebbar zu machen für uns und unsere Kids. Und was uns mittlerweile echt den größten Kick gibt, vielleicht könnt ihr das auch gut nachvollziehen, weil ihr ähnlich denkt oder auch gleich gepolt seid wie wir, das Abenteuer auf 4 Rädern. Einfach alles reinschmeißen, was man so zum Leben braucht und das ist in unserem Falle echt nicht viel. Vom Teddybär bis zur Badehose und ab geht's mit den Kids. Ganz, ganz häufig auch ohne festes Ziel. Das
Navi lassen wir gerne noch mal links liegen und schauen einfach, was das Leben so für Überraschungen aus dem Hut zaubert. Mal ein Straßenfest mit gratis Eiscreme oder einfach ein schönes Plätzchen am See. Ja, wer weiß, keine Ahnung. Hauptsache, wir sind unterwegs und lassen uns treiben von dem Wind, der uns durch die Haare weht. Und nun ist er da, dieser kleine Moment, den wir uns schon so lange in Gedanken ausgemalt haben. Und wenn das, was du liebst, plötzlich real wird. Wisst ihr, Lieben, das Leben steckt voller Möglichkeiten und Chancen. Und wenn wir nur mutig genug sind, sie zu greifen und auch zuzulassen im Alltag, dann entstehen kleine Wunder. Auf ein neues Kapitel.